Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Spirit – Leben mit Stil, diesmal vom Tag der Weltkirche in Bamberg. Dort kamen neulich auf Einladung von Kirche in Not Menschen aus aller Welt zusammen, um gemeinsam zu beten, aber auch um Fragen zu erörtern, die eben die Not dieser Menschen oder vieler Menschen widerspiegeln und die auch die Not von Mutterkirche ist. Zum Beispiel Leben im Koma. Was passiert mit Koma-Patienten? Wie viel dringt ins Bewusstsein in dieser Zeit? Und vor allem, wie erleben Angehörige, wie ertragen Angehörige eine solche Situation? Dazu gab es in Bamberg auf diesem Tag der Weltkirche eine Diskussion mit Bobby Schindler, dem Bruder von Terry Schiavo, jener Frau, die gegen den Willen ihres Bruders sterben musste. Birgit Winter besorgte die Übersetzung, Berthold Pelster die Moderation. Jetzt darf ich zunächst Herrn Bob Schindler hier oben begrüßen. Herr Schindler, zunächst die Frage an Sie. Viele der hier anwesenden Gäste werden sich sicherlich an diesen Fall erinnern, aber es kann vielleicht nicht schaden, so die grundlegenden Daten und Aspekte noch mal kurz zu erläutern. Sure. First, I want to thank you for inviting me to be here with you today. Terry collapsed in 1990. She was 26 years old. She was physically healthy, and she collapsed in her apartment with her husband. It was home alone with her husband at the time, and our family still does not know what caused Terry's collapse. Also ganz kurz, 1990 ist Terry im Alter von 26 Jahren zusammengebrochen, also kollabiert. Sie war zu diesem Zeitpunkt allein in der Wohnung mit ihrem Ehemann und wir wissen also bis heute noch nicht, was diesen Kollaps eigentlich verursacht hat. As a result of her collapse, she went without oxygen for several minutes. Because of this lack of oxygen that she was receiving, she suffered severe brain injury. Und eben als ein Ergebnis ihres Kollapses war eben, dass ihr Gehirn mehrere Minuten lang ohne Sauerstoff blieb und deswegen eben schwere Schäden davontrug. Initially after her collapse, the first two days, we were not sure if Terry was going to live or die. In den ersten zwei Tagen nach ihrem Zusammenbruch waren wir nicht sicher, ob Terry weiterleben würde oder ob sie sterben müsse. But she did, obviously she did survive. And she remained disabled and dependent on others subsequent to this injury. Also, wie Sie ja wissen, hat sie eben überlebt, aber sie blieb eben schwerst behindert und abhängig von der Hilfe anderer. Terry's condition in this case has been grossly manipulated by the media, by Michael Schiavo, by Michael Schiavo's attorney. Und Terrys Gesundheitszustand ist auch von den Medien völlig verzerrt dargestellt worden. Sowohl von ihrem Ehemann als auch vom Anwalt des Ehemanns wurde dieser Gesundheitszustand nie der Wahrheit entsprechend dargestellt. Wrongly portraying her condition and to try and justify why they killed her. Und sie haben eben dadurch versucht zu rechtfertigen, warum sie töten wollten. Terry, although Terry was disabled and although she did suffer severe brain injury, Terry was not dying. Also obwohl Terry schwerst behindert war, obwohl sie wirklich auch ihr Gehirn schwerste Schäden davongetragen hatte, lag Terry nicht im Sterben. She was not dying. She was not hooked up to any type of machinery that was keeping her alive. Sie lag also eben nicht im Sterben und sie war auch an keine Maschine angeschlossen, die sie am Leben erhalten sollte. She was not brain dead, she was not in a coma, she was not terminally ill. Also sie war weder gehirntot noch in einem Koma, noch war sie eben in der letzten Phase ihres Lebens, also sterbenskrank. The only difference between Terry and all of us here today is that she received her food and water differently than we do. Der einzige Unterschied eben zwischen Terry und uns, die wir hier sitzen, war, dass sie künstlich ernährt wurde. She had trouble swallowing because of her brain injury, so a feeding tube went directly, it bypassed her mouth and went directly to her stomach. Sie hatte eben Probleme mit dem Schlucken durch diese Schädigung des Gehirns und darum wurde ihr eben sofort durch eine Sonde die Nahrung in den Magen zugeführt. Many of you might be surprised to know, I don't know how much you followed Terry's case, but if she were alive today, she could be here with us at this presentation.
Also ich weiß nicht, inwiefern Sie den Fall damals mitverfolgt haben, aber wenn Terry heute noch leben würde, könnte sie hier bei uns sein, bei dieser Präsentation. All she needed was a wheelchair and we could have taken her anywhere. Das Einzige, was sie brauchte, war eben ein Rollstuhl und dann mit dem Rollstuhl konnten wir sie überall hinbringen. The first 2 years after Terry's collapsed, we were working with Michael Schiavo to provide her rehabilitation and therapy in an effort to improve her condition. Die ersten beiden Jahre nach ihrem Kollaps haben wir mit ihrem Ehemann, mit Michael Schiavo zusammengearbeitet und haben versucht, mit ihm Rehabilitierungsmaßnahmen, auch eine Therapie nach einer Therapie zu suchen, um eben Terrys Zustand zu bessern. Terry was starting to improve. Her medical files were showing and doctors were telling our family that she was starting to improve from her disabled condition. She was starting to talk and they felt as though she could possibly start to use to swallow again and not even have to use the feeding tube. Und Terrys Zustand war auch auf dem Weg der Besserung. Also sie hatte ganz angefangen zu sprechen. Man hat auch das Gefühl, sie könnte wieder anfangen zu schlucken, sodass also auch die künstliche Ernährung nicht mehr notwendig gewesen wäre. This rehabilitation and therapy continued for about 2 years. Unfortunately, Michael Schiavo in 1993 met another woman. Und diese Rehabilitationstherapie, die wurde also bis 1993 weitergeführt. Aber 1993 hat dann Michael, ihr Ehemann, eine andere Frau kennengelernt. In 1994, Michael began living with this woman and he soon thereafter asked her to marry him while still being married to my sister. Und 1994 hat er dann angefangen, mit dieser Frau zusammenzuleben und er hat sie auch gefragt, ob sie ihn heiraten wollte, obwohl er ja noch mit meiner Schwester verheiratet war. During this time, Michael had 100% control over all of Terry's medical decisions. My family and my parents and my family had none. Und in dieser ganzen Zeit hatte eben Michael die hundertprozentige Kontrolle über die medizinischen Entscheidungen in Bezug auf meine Schwester, während meine Familie, also meine Eltern und ich, hatten überhaupt gar keine Möglichkeiten, da einzuwirken. In 1998, our family received a letter from Michael Schiavo's attorney that informed us he was going to try and remove Terry's feeding tube. Und 1998 haben wir dann von Michaels Anwalt einen Brief bekommen, in dem er uns mitgeteilt hat, dass er jetzt versuchen würde, bei Gericht zu erreichen, die künstliche Ernährung bei Terry abzustellen. Michael was now claiming that Terry once told him that she would not want to live this way. Und Michael hat dann gesagt, ja, die Terry hätte ihm einmal gesagt, sie wolle später einmal nicht so leben. Our family fought very hard to try and stop this from happening. Our family's only intention was to bring Terry home and care for her. Und wir als Familie haben dann sehr darum gekämpft, dass wir Terry nach Hause bekommen könnten und dass wir gegen diese Anweisung von Michael vorgehen können. In 2000 there was a week-long trial in front of a judge in Florida. Und im Jahr 2000 kam es dann zu einem Gerichtsverfahren bei einem Gericht in Florida. The judge ruled in favor of Michael, despite her family wanting to care for Terry. Und der Richter hat dann ein Urteil zugunsten von Michael gefällt, obwohl ja die Familie gesagt hat, wir nehmen Terry zu uns, wir sorgen weiter für sie. The judge ordered that Terry's feeding tube could be removed. Und der Richter hat dann noch angeordnet, die künstliche Ernährung einzustellen. What ensued was a 5-year court battle trying to keep Terry alive. Und was dann folgte, war ein 5 Jahre andauernder Kampf vor Gericht, um Terry am Leben zu halten. Finally, in March of 2005, March 31st in 2005, after almost 14 days of being without food and water, Terry died by severe dehydration. Und eben am 31. März 2005, nach 13 Tagen ohne Essen, ohne Wasser, ist eben dann Terry verhungert und verdurstet. Ja, vielen Dank, Herr Schindler, für diese kurze Rückschau auf das Leben und Sterben von Terry Schiavo. Zwei Dinge sind klar geworden, denke ich. Es gab persönliche Beweggründe, die zu ihrem Tod führten, Beweggründe des Ehemannes, der sie nicht weiterleben lassen wollte. Zweite, das sind die Gesetzgeber, die staatlichen Gerichte, die offensichtlich gegen das Leben von Terry Schiavo entschieden haben. Ich habe vorhin gesagt, die katholische Kirche sollte und muss Anwalt des Lebens sein.
Aber sollten es nicht auch die Gerichte sein, auf staatlicher Ebene, auf Landesebene, in den verschiedenen Instanzen? Sollten es nicht auch die Gerichte sein und der Gesetzgeber, die sich als Anwalt des Lebens sehen und verstehen? Well, in America, this has become a very serious issue. In Amerika ist das ein sehr ernstes Thema geworden. Killing the disabled the way they killed my sister was happening long before Terry's case made the headlines that it did. Also, dass man eben Behinderte getötet hat, so wie man meine Schwester getötet hat, das war schon üblich, bevor eben der Fall meiner Schwester in die Schlagzeilen kam. It happens today as we speak. Und es geschieht auch heute in dem Moment, wo wir jetzt darüber sprechen. Our country, America, has drifted from a sanctity of life attitude. Unser Land, also Amerika, ist weggekommen von einer Haltung des Lebenbewahrens. And we are now accepting life and death decisions based on somebody's quality of life. Und wir sind jetzt dabei, eben Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen und das auch zu akzeptieren, die darauf basieren, je nachdem, ob dieses Leben noch Qualität hat oder keine Qualität hat. Again, we must understand, this was not an end of life issue. Wir müssen wiederum verstehen, es ging darum nicht, es war nicht eine Sache, wo ein Leben zu Ende war. Terry was not dying. She only died because we took away her food and water. Terry lag eben nicht im Sterben, sie ist nur gestorben, weil wir ihr Nahrung und Wasser entzogen haben. The teaching of the Catholic Church is quite clear on the type of situation of my sister. Und die Lehre der katholischen Kirche ist sehr klar, was einen Fall wie meine Schwester betrifft. Despite the clear teaching of the Catholic Church, our family received very little support from the Catholic clergy in America. Und trotz dieser doch sehr klaren katholischen Lehre hat meine Familie sehr wenig Unterstützung von katholischen Priestern, von der katholischen Kirche bekommen. I should take a step back. You had spoken about the law. Ich sollte vielleicht noch etwas vorher sagen. Sie haben eben über das Recht gesprochen, über die Gerichte, die ja auch eigentlich das Leben verteidigen sollten. One of the reasons that at least legally we're permitted to do this in America today is because feeding tubes are now considered artificial life support or medical treatment. Und eben einer der Gründe, warum es überhaupt möglich war, die künstliche Ernährung bei meiner Schwester einzustellen, ist, dass eben diese Magensonden heutzutage angesehen werden als künstliche medizinische Hilfsmittel, die man eben noch abschalten kann. What feeding tubes were once recognized as basic or ordinary care. Denn bisher wurden die immer angesehen als eine medizinische Behandlungsform und nicht als zusätzliche Behandlungsform. Despite the American law that recognizes feeding tubes as artificial life support, the Catholic Church does not recognize feeding tubes as extraordinary or medical treatment. Und obwohl also das amerikanische Gesetz sagt, Magensonden sind eben künstliche Lebenserhaltungsmethoden, sagt die katholische Kirche, nein, das stimmt nicht, das gehört also noch zu den grundlegenden Dingen, die der Mensch braucht, um sein Leben zu erhalten. In fact, Pope John Paul II in a March 2004 allocution clarified Catholic teaching on this specific issue. Und in der Tat hat auch Papst Johannes Paul II. In einer Ansprache im März 2004 ganz deutlich die katholische Lehre klargemacht und auch sich sehr klar zu diesem Fall ausgesprochen. He said very clearly that if a person is not dying despite their condition and whether or not they can improve, if they are not dying and they are only receiving food and water through a feeding tube, that we are morally obligated to care for this person for the rest of their natural life. Und er sagte also sehr, sehr klar, wenn ein Mensch nicht im Sterben liegt, wenn er also zwar nicht mehr bewusst, nicht bei Bewusstsein ist, aber wenn er nur, wenn die einzige Kondition ist, dass er eben künstlich ernährt wird, dann sind wir nicht berechtigt, diese künstliche Ernährung wegzunehmen, da dieser Mensch zwar behindert ist, aber nicht im Sterben liegt und hat das Recht, weiterzuleben. Despite the relative silence from our American clergy, the Vatican spoke out very strongly about my sister's case. Und obwohl die amerikanischen Priester, der amerikanische Klerus blieb zwar sehr stumm, was meine Schwester betrifft, so hat aber der Vatikan sich sehr deutlich und sehr klar für meine Schwester ausgesprochen. There were several cardinals in particular that spoke out about Terry's case, and they used such words as euthanasia, and there was one cardinal Martino, I believe, that referred to this as a murder.
Also es gab verschiedene Kardinäle, die in diesem Zusammenhang das Wort Euthanasie gebraucht haben. Und ein Kardinal, ich glaube, das war der Kardinal Martino, ich bin mir aber nicht mehr sicher, hat auch in ihrem Zusammenhang das Wort Mord gebraucht. Ich glaube, diese Kardinäle hatten sicherlich eine ganz eindeutige, einwandfreie Grundlage für ihr Urteil. Sie alle kennen die Szene aus dem Matthäusevangelium über das Weltgericht. Und dort steht ganz klar in den Worten Jesu Christi: Weg von mir, ihr Verfluchten, ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Also genau dieser Fall der Terry Schiavo. Weg von mir, ihr Verfluchten, sagt der Herr. Er will damit zum Ausdruck bringen, dass solch eine Verhaltensweise mit dem Christentum, mit einer christlichen Grundhaltung völlig unvereinbar ist. Solch eine Verhaltensweise ist nicht ein Bestandteil einer Kultur des Lebens, sondern ganz im Gegenteil Bestandteil einer Kultur des Todes. Wenn aber jetzt Gesetze erlassen werden und Gerichte Urteile fällen, die in diese Richtung gehen, dann steckt dahinter ein gesellschaftlicher Trend, offensichtlich. Denn Gesetze werden schließlich von Politikern gemacht und Politiker werden von Wählern gewählt. Es gibt also, das entnehme ich Ihren Worten, einen gesellschaftlichen Trend, gewisse Lebensformen, die nicht mehr der Norm entsprechen, die vielleicht ja, Mühsal mit sich bringen für die Angehörigen, solche Lebensformen einfach abzuschaffen. We have a very powerful American media in our country. Also unsere amerikanischen Medien sind sehr mächtig. And unfortunately, they're convincing the American people more and more every day that the compassionate thing to do is to kill people that are in conditions similar to my sister. Und leider sind sie dabei, die Leute immer mehr davon zu überzeugen, dass es viel besser ist, dass es viel barmherziger ist, Leute, die so leben wie meine Schwester, dass man die besser tötet, dass das ein viel größeres Zeichen der Barmherzigkeit ist. They would raise the question over and over again, who would want to live like my sister Terry? Sie haben immer wieder gefragt, wer von euch würde denn gerne so leben wollen wie meine Schwester Terry? And they would ask me that question all the time. Und sie haben mich das auch immer wieder gefragt, möchtest du auch so leben wie deine Schwester? And the way I would answer, I would say, nobody would choose to live disabled if we had a choice. Und was ich ihnen immer wieder gesagt habe, war, niemand sucht es sich aus, als Behinderter zu leben. And I'm sure my sister would not have chosen to live in the condition that she was living. Und natürlich würde meine Schwester es sich nicht gewünscht haben, würde sich nicht ausgewählt haben, so behindert zu leben. But the fact of the matter is that she was living in this condition. Aber die Tatsache besteht, dass sie so leben muss, dass das jetzt eben ihre Lebensform ist. And there are tens of thousands of people in America, and I'm sure hundreds of thousands of people worldwide that are in similar conditions and even worse than my sister. Und es gibt Tausende, Hunderttausende von Leuten in Amerika und noch viel mehr in der ganzen Welt, die unter ähnlichen Bedingungen leben müssen wie meine Schwester. And I believe, as human beings, we are called to care for these people. Despite their disability or despite what they can't not do. Und ich glaube, als Menschen sind wir gerufen, sind wir eingeladen, füreinander zu sorgen, auch gerade für diese Leute zu sorgen, die von uns abhängig sind, die unsere Hilfe brauchen, die nicht mehr tun können, was sie gerne tun würden. We are taught by Christ and we are taught as Catholics that suffering is not a bad thing. Jesus Christus lehrt uns, dass Leiden nichts Schlechtes ist. In fact, it links us to Christ, who is all good. Nein, das Leiden verbindet uns sogar mit Jesus Christus, der ja der ganz Gute war. These are not easy decisions, knowing that you have to dedicate your life caring for someone like my sister. Das ist natürlich keine einfache Entscheidung, vor die man gestellt ist, wenn man dann sagt, ja, ich muss jetzt mein ganzes Leben der Sorge um meine Schwester widmen. But what other choice do we have? We either care for these people and show them the love and compassion that they deserve, or we kill them. Aber welche andere Ausweg haben wir denn? Entweder sorgen wir für sie, wir zeigen ihnen unsere Liebe, wir zeigen ihnen unsere Barmherzigkeit, oder aber wir töten sie. And I am sad to say that in America it seems to me that more people are rationalizing that we should be able to kill people like my sister. Und es macht mich sehr, sehr traurig, sagen zu müssen, dass in Amerika immer mehr Leute versuchen, Gründe dafür zu finden, vernünftige Gründe, dass man solche Leute wie meine Schwester eigentlich am besten töten müsste.
In Deutschland gab es vor, ich glaube, 2 Jahren eine Umfrage und man fragte, würden Sie zustimmen, dass man das Recht einräumen sollte, die Freiheit einräumen sollte, schwerstbehinderte Menschen zu töten, wenn sie es selbst wünschen? 75% der Befragten haben das befürwortet. Ja, man sollte den schwerstbehinderten Patienten es erlauben, sich töten zu lassen, wenn sie keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen. Wie gesagt, es galt mit der Einschränkung, wenn die Patienten es selbst wollen. Aber was ist, wenn dieser Zusatz plötzlich wegfällt, wenn andere Kriterien ins Spiel kommen? Es wird sehr teuer, schwerstbehinderte Menschen zu pflegen, vielleicht über Jahre hinweg. Unsere Gesellschaft in Deutschland wird älter und älter. Die Betten in Altenheimen, in Krankenhäusern könnten knapp werden. Und dann stellt sich die Frage, was sollen wir machen mit diesen schwerstbehinderten Menschen? Wie gesagt, heute wird nur danach gefragt, ist es der Wille des schwerstbehinderten Patienten? In Zukunft fragt man vielleicht, was denken die anderen? Also ein gefährlicher gesellschaftlicher Trend. Herr Schindler, Sie haben eine Stiftung gegründet, Terry Schindler Schiavo Foundation. Was sind Ihre Ziele mit dieser Stiftung? What you were saying before, you're right, it's extremely dangerous, this trend that we've seen that we are moving towards. Also was Sie eben auch schon gesagt haben, das ist eben extrem gefährlich, dieser Trend, den wir beobachten können. As far as our foundation, because of what happened to my sister, our family is very, very passionate about doing what we can to try and do a better job of protecting the disabled. Eben aufgrund dessen, was meiner Schwester passiert ist, versucht sich unsere Familie leidenschaftlich eigentlich dafür einzusetzen, um zu verhindern, dass anderen Menschen dasselbe passiert, um diesen Prozess irgendwie aufhalten zu können. Because this is happening so much in my country, we are a foundation for families to turn towards for help if they need it, if they find themselves in similar circumstances that our family found ourselves in Terry's case. Also unsere Stiftung ist eben gedacht, gerade dass sich auch Familien, die vielleicht in einer ähnlichen Lage sind, wie wir damals mit Terry gewesen sind, dass die sich an uns wenden können, dass sie von uns auch Hilfe bekommen. We try and provide them legal help and or physician help to families that might need it. Und zwar Hilfe sowohl, was jetzt die rechtliche Ebene angeht, was auch die medizinische Ebene angeht. We are also doing quite a bit of speaking in all over our country and obviously even outside the country about this issue because it is becoming such an important issue today. Und wir sind eben auch bemüht, immer wieder bei Veranstaltungen wie zum Beispiel heute darüber zu sprechen, sowohl in Amerika als auch im Ausland, um eben diesen Fall bekannt zu machen, um das Bewusstsein neu zu bilden. I just want to add one thing. I was in Castle Hartheim day before yesterday. Ich möchte vielleicht noch etwas hinzufügen. Ich war gestern auf Burg Hartheim. Which is right outside of Linz, Austria. Das ist bei Linz, also außerhalb von Linz in Österreich. It was this facility where they killed upwards of 30,000 handicapped, mentally and physically inferior persons. Und das war eben diese Institution, wo in der Zeit des Nationalsozialismus mehr als 30.000 Behinderte, geistig oder körperlich Behinderte, getötet worden sind, eben von den Nazis. It was a very powerful witness for me, but what I found striking was what was written on one of the museum walls. Also für mich war das ein ganz beeindruckendes Erlebnis, dort zu sein, aber was mich am meisten eigentlich berührt hat, war eine Aufschrift auf einer der Mauern dort. It said that the people that were brought here, many were incapable of improving. Denn es sagte, also auf dieser Wand stand geschrieben, die Menschen, die man hierhin gebracht hat, hatten keine Chance mehr, dass ihr Gesundheitszustand besser wird. That's exactly the same rationale that they used to kill my sister, and they're using to kill others in America. Und das ist eben genau der Grund, genau dass die Motivation, aus der heraus Richter eben das Urteil gefällt haben, dass meine Schwester getötet werden kann, weil sich eben ihr Zustand nicht mehr verbessern wird können. It also said at Castle Hartheim that they were killing the handicapped secretly. Und es wurde dann außerdem noch, stand außerdem noch dort, man hat die Behinderten geheim umgebracht. Keiner wusste davon. Because they were afraid of being convicted for murder. Denn sie hatten Angst, dass sie dass sie wegen Mord verurteilt werden würden. In America, we don't even do it secretly. We're doing it out in the open. Und in den USA tun wir das nicht mehr geheim, sondern wir tun das ganz öffentlich, weil keiner klagt dich mehr wegen Mord an für eine solche Tat. Eine letzte Frage, Herr Schindler: Was können wir
tun? Was sollten wir tun, Ihrer Meinung nach? I think one thing is a lot of prayer. Also ich glaube, etwas ganz Wichtiges ist das Gebet, viel Gebet. But there are, we do, our family has received a tremendous amount of support. Meine Familie hat also ganz viel Unterstützung erfahren von ganz verschiedenen Seiten. And there are many people that are outraged with what happened to my sister. Und es sind ganz, ganz viele Menschen, die eben ganz traurig, ganz aufgeregt über das waren, was meiner Schwester passiert ist. And I think through education and awareness and telling people what is actually happening to the disabled. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass man eben für die Bewusstseinsbildung sorgt, dass man Weiterbildungsveranstaltungen macht und wirklich mal bekannt macht, was tatsächlich meiner Schwester passiert ist. That we can hopefully someday have an effect on the laws that will do a better job protecting disabled and people like my sister. Und dass man eben durch bessere Information, durch bessere Fortbildung eines Tages auch die Gesetze wird ändern können, um so einen größeren Lebensschutz zu garantieren. But this will be obviously a very difficult fight because there are always going to be people that are going to do what they can to allow this to happen. Das wird ganz, ist also offensichtlich, dass es ein sehr schwieriger Kampf ist, weil es sind, denn es gibt so und so viele Leute, die auch tun möchten, was sie nur können, damit eben die Gesetzgebung so bleibt, wie sie ist. That's why we must focus on prayer and focus on God and realize and understand that it's not up to us to decide when people should live or die. Und deswegen auch nochmal meine großer Aufruf, zu beten, viel zu beten, weil es sind nicht wir, die über Leben und Tod entscheiden, sondern es ist Gott. Herr Schindler, ganz herzlichen Dank für Ihr Zeugnis. Ich weiß nicht, ob wir diesen Gedanken, viel zu beten, nochmal aufgreifen sollten. Zunächst natürlich für Ihre Schwester, Terry Scheibo, und dass sich die Kultur des Lebens durchsetzen wird und am Ende den Sieg davon tragen wird.